Das Kosovo hat eine der höchsten Corona-Sterberaten in Europa. Dennoch glauben viele Bürger nicht, dass von Covid-19 tatsächlich eine Gefahr ausgeht. Umfragen zufolge ist jeder dritte Kosovar davon überzeugt, dass das Virus eine Erfindung ist. Von den 70%, die denken, dass das Virus existiert, glauben 61%, dass es viel weniger gefährlich ist als in den Medien dargestellt. Dieser Unternehmer hat seine Firma zur maskenfreien Zone erklärt. Die Behörden haben nicht beweisen können, dass es das Virus wirklich gibt. Verstärkt wird das noch von der Zensur, die Ärzten und Forschern im Internet auferlegt wurde. Bislang hatte die Regierung Corona-Stationen streng abgeschirmt. Nun zeigt das Fernsehen immer wieder Bilder von Erkrankten, um die Akzeptanz der Beschränkungen zu erhöhen. Auch auf der Straße müssen im Kosovo Masken getragen werden. Wer dagegen verstößt, muss ein Bußgeld in Höhe von 35 € bezahlen.